kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Age of Mythology. Heute spielen wir Mission 25, Begrüßungskomitee. Die Wikinger-Clans bekämpfen sich untereinander. Unsere Helden müssen das Volstag-Banner nutzen, um sie zu einen. Seht, sie haben aufgehört zu kämpfen. Das Banner wirkt. Ich traue meinen Augen nicht. Volstags Männer trauen sich hierher? Volstag hat mein Vieh gefressen und meine Hütte im Fluss versenkt. Tötet sie! Tötet sie alle! Was zum... Verteidigungsformation bilden! Die Speerkämpfer nach vorne! Bogenschützen, Feuer frei! Warum haben uns die Nordmänner angegriffen? Anscheinend hat ihnen meine Fahne nicht gefallen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Diese Männer scheinen von Skulls Flagge angezogen zu werden. Wenn wir ihre Anführer damit herauslocken und besiegen können, hören sie vielleicht auf zu kämpfen. Wir könnten die Nordmänner aus ihren Lagern locken und sie im offenen Gelände überfallen. Tilbuin, jau. Ja, bauen sie einen Hinterhalt an mindestens 5 Türmen. Das ist doch schön. So, als erstes machen wir hier mal unsere heilende Quelle. Leche? Leche? Skipan? So, und ihr baut mir jetzt ein paar Türmchen. Steht denn hier noch? Der Hügel in der Mitte des gefrorenen Sees ist sehr gut für einen Hinterhalt geeignet. Um ihre Türme möglichst effektiv einzusetzen, platzieren sie so, dass sie sich gegenseitig Feuerschutz geben können. Joa, das machen wir gerade. Hier können wir noch einen und, weiß ich nicht, hier einen auch. Interessant, hier sind die verschiedenen Dörfer. Dann sollen die mal eben die Türmchen aufbauen hier. Schwere Hopliten, aber Elite-Toxoten haben wir. Interessant. Haben wir noch irgendwelche Verbesserungen? Jo, wir sind ja richtig am Start hier mit Verbesserungen. Was ist der Scheiß? Tilbuin, jau. Samsicht, jau. Oh, ich fange auf der Seite an. Samsicht, Tilbuin, jau. Oh, hier habe ich 2 nebeneinander gebaut. Das ist ja unnötig. Okay. So, Freunde, komm mal raus da. Aus eurem Lager. Oh shit, da kommen sie. Lauf! Muss ja eigentlich nur den Anführer töten, ne? Oh, was ist jetzt denn los? Oh, mein Spiel hat gerade sich voll aufgehängt. Was war da denn los? Töte den Anführer! Ihr habt Angrim besiegt.
Ihr seid ein wahrlich großer Krieger und wir werden euch folgen. Haha, jetzt habe ich diese OP-Armee. Geil. Ja, ich glaube, das wird eine easy Mission. Wie sollen wir denn jetzt noch verlieren mit dieser Armee? Aber warum hat das gerade so geruckelt? Ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Kommen die alle mit? Anführer muss mit. Jetzt kommt der Anführer. Wo ist der Anführer? Auf den Anführer! Töte den Anführer! Ihr habt Eirik bezwungen. Ja, easy. Die restlichen könnte ich auch so schon fertig machen eigentlich. Obwohl, der hat jetzt schon Elite. Aber habe ich auch, ne? Wir sind schwerer. Aber egal, wir haben so viele Mann. Das wird wohl funktionieren. Ja gut, Hack, Eulereiter. Man kennt ihn. Attacke, Freunde, auf Hack Eulereiter. Mal, jetzt habe ich nicht wirklich einen Hinterhalt gemacht, aber... Warte mal, Hack Eulereiter muss da raus. Amandra, komm hier wieder raus. Und auf Hack Eulereiter. Tötet Hack Eulereiter. Und auf Eulereiter sollt ihr gehen. Wiewald ist im Kampf gefallen. Unsere Äxte gehören euch. Und nun? Ah. Ja, das war's schon. Ja, dann heute auch mal eine kurze Mission. In der nächsten Mission geht's weiter mit in der nächsten Folge geht's weiter mit Mission 28. So, Bündnis. In einem letzten Versuch, die Wikinger-Clans zu einen, übernehmen Akanthos und seine Gefährten eine Reihe von Missionen für die Stammesführer. Ja, da geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Was? Du hast das Video nicht geliked?